Guten Morgen. Heute zeige ich euch, was Stress im ureigensten Sinne ist und wie ihr ihn komplett auslöschen könnt, indem ihr euer Bewusstsein aktiviert. Was ich euch heute sage, ist sicher für viele nichts Neues, aber es ist wichtig, sich diese Zusammenhänge vor Augen zu führen. Immer wieder und immer wieder. Das ist der Sinn. Nicht das Verständnis für die Zusammenhänge, das ist easy peasy, sondern das Bewusstsein darüber und die Wiederholung. Stress, das ist der Katalysator für Krankheiten, sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene. Wenn ihr dieses Video und die enthaltenen Gedanken verinnerlicht und anwendet, vor allem anwendet, dann wird euer Leben urplötzlich viel entspannter, zufriedener und einfach schöner. Wenn ich früher in meinem Leben mit Stress konfrontiert wurde, zum Beispiel der Release meines ersten Buches, der Link ist unten in der Infobox, dann hat mein Gehirn wie folgt funktioniert. Der Termin, wo ich das veröffentlichen möchte, ist in 2 Monaten. Ich darf ihn nicht verpassen, es ist noch so viel zu tun und hoffentlich schaffe ich das auch und sowieso wird das auch alles wieder total knapp und hoffentlich vergesse ich auch unter diesem Zeitdruck da nichts und ärgere mich eigentlich, dass es überhaupt diesen Termin gibt. Und ich weiß auch für mich so, dass der Stress nicht gut für meine Gesundheit ist und mein Gehirn plappert dann ununterbrochen, wenn ich mit diesen Gedanken gedanklich konfrontiert bin, plappert da so eine Stimme und bewertet die Situation und in den meisten Fällen genau so oder so ähnlich. Das wird den meisten von euch nicht anders gehen. Aber unser Gehirn ist durchaus auch fähig, diese Situation anders zu bewerten. Theoretisch könnte man auch denken, wow. Ich habe noch 2 Monate Zeit, mich einem kreativen Prozess des Schreibens zu widmen. Ich kann davon früh bis abends genau das tun, was ich schon immer wollte und an nichts anderes denken. Ich kann in dieser Tätigkeit aufgehen und meinen Fokus komplett darauf richten, präsent sein. Es wird auch interessant sein, welche Zusammenhänge sich beim Schreiben dabei auftun und wie ich Situationen vielleicht neu bewerte, die ich vielleicht so im Kopf habe, aber beim Schreiben ich reflektiere und dann etwas anders niederschreibe, als ich es gedacht habe. Und eventuell fällt mir noch ganz, ganz viel ein und so viel, dass ich gar nicht mehr schlafen kann und nur noch schreiben muss. Und dann werde ich endlich mal wieder sehen, wie unendlich belastbar mein Körper ist, wie viel er zu leisten imstande ist. Und nach der Zeit, wo ich das dann veröffentlicht habe, kann ich mich dann wieder total entspannen und die Energie in mich aufsaugen. Und das ist einfach die schönste Zeit des Lebens, die 2 Monate jetzt. Ihr seht, das ist eine ganz andere Story, die sich das Gehirn zurechtlegt, als die, dass man keine Zeit hat und noch zu viel zu erledigen hat. Beides sind mögliche Szenarien und beides ist eine valide Realität. Es ist nur eine unterschiedliche Bewertung der Situation. Es sind 2 unterschiedliche Wege, auch eine auf die exakt selbe Situation zu schauen. Und immer wo es verschiedene Wege gibt, können wir uns für einen Weg entscheiden. Und dass diese Entscheidung getroffen werden kann, weil viele sagen, nee, ich kann mich nicht entscheiden, ich bin aus dem Fluss. Aber dass diese Entscheidung getroffen werden kann, das zeigt die Tatsache, dass nicht alle Menschen chronisch gestresst sind. Du wirst auch Menschen, die denselben Beruf haben, dieselbe Verantwortung tragen, immer wieder erkennen, dass einer total gestresst ist und der andere eben weniger oder sogar in sich selbst ruht. Warum? Es gibt keine objektive Bewertung einer Situation. Das existiert nicht. Alles ist relativ. Je nachdem, welche Story wir uns erzählen und was wir möchten. Unterschiedliche Menschen schauen auf dieselbe Situation und entwickeln einfach eine unterschiedliche Sichtweise. Bestes Beispiel ist die Flüchtlingsproblematik und die Angst, die damit zusammenhängt. Einige lassen sich stressen und schieben Panik, andere Menschen sind relaxed und beobachten gespannt die Dinge, die da auf uns zukommen werden, obwohl beide in denselben Lebensumständen verharren. Genauso mit der Angst vor einem Krieg oder der Angst vor Krankheiten, das löst alles Stress aus. Der Unterschied liegt im Denkprozess, der dadurch ausgelöst wird, durch die Reize, durch die Wahrnehmung, nicht in der Situation selber. Normalerweise realisieren wir das auch nicht und wir sind unbewusst und werden eben aufgrund unserer gewohnten Denkmuster aktiviert und gestresst. Menschen, die sehr unter ihrem Geist leiden, leiden sogar aus ihren negativen Gedanken eine gesellschaftliche Verantwortung ab, gestresst zu sein. Und das ist dann mega gefährlich, weil dann kommst du wirklich eigentlich kaum mehr raus.
Das ist allerdings das Extrembeispiel geistiger Verwirrung. Aber wenn wir einen, wenn wir uns betrachten und wir sind in der Lage auch immer noch einen Schritt zurückzugehen und unsere Gedanken zu beobachten. Und das sollten wir auch tun. Und dann die Situation einfach mal aus einem anderen Blickwinkel bewerten. Einfach mal die Kreativität nutzen. Ne? Video findet ihr oben in der Infobox. Einfach mal schauen, was gibt es von einem anderen Blickwinkel. Und ja, unser Gehirn ist dazu fähig, das zu generieren. Wenn wir diese Sichtweise dann auch mal intensiv durchdenken, dann werden wir sie dann auch erfüllen. Und sie kann zur neuen Realität werden. Noch einmal, es gibt von Menschen, von Menschen nur eine subjektiv wahrgenommene Realität. Eine objektive gibt es nicht. Daher ist auch Toleranz und Respekt vor Andersdenkenden auch so gesund für einen selber, da man viel mehr Realitäten generieren kann und entsprechend die Wahlmöglichkeit hat, wie man sich fühlt. Die meisten Menschen sind nur gefangen in ihrer eigenen Realität und können nur diese anerkennen und nur damit beschäftigt, ihr eigenes Weltbild zu untermauern und entsprechend die Muster zu finden für dieses eigene Weltbild. Ja, und diese werden auch immer wieder gefunden. Entsprechend unser Gehirn funktioniert, wir können überall Muster finden und entsprechend sind sie zu priorisieren. Toleranz ist, das ist in erster Instanz kritikloses Annehmen anderer Realitäten und das ist nichts was man ergibt, sondern wo man etwas hinzufügt, eine neue Realität die man bewerten kann. Der Gedanke an mehr sollte den meisten Zuschauern eigentlich ein positives Gefühl vermitteln, also von daher nutzt diese Brücke. Man hat die Auswahl in Situationen sich zu fühlen wie man fühlen will. Wir kommen in eine bisher stressige Situation und anstatt zu sagen, boah, das ist keine Zeit mehr, können wir sagen, boah, das ist so viel Zeit. Ne? Das Kuriose ist dazu auch noch, wenn man wegen der Zeit gestresst ist, verschwenden wir unglaubliche Mengen an Zeit für die Gedanken an den Stress. Das macht euch doch bitte mal bewusst. Das macht keinen Sinn. Denn dann haben wir weniger Zeit. Versteht ihr das? Zum Beispiel, wenn wir die Kinder für die Schule frühs fertig machen wollen. Wir fangen an auf zu schreien und zu befehlen, steh auf, zieh dich an, beeil dich und so weiter. Ich glaube, jeder kennt dieses Szenario, vielleicht ihr nicht, bei mir ist es auch der Fall. Und auch diese Art des Sprechens erzeugt Stress in euch und in den Kindern. Lieber nett agieren und den Zeitdruck als Spiel gestalten, als faszinierende Erfahrung. Das ist viel produktiver, probiert es aus. Sorge und Angst, wie vorhin schon aufgeführt, sind oft Begleiterscheinungen, die den Stress noch einmal fördern oder ihn überhaupt entstehen lassen. Denn oft ist Stress fokussiert auf die Zukunft. Es ist noch nicht einmal passiert und es wird eventuell nicht einmal passieren, aber es erzeugt trotzdem Stress. Es ist noch nicht die Deadline für ein Projekt erreicht. Du bist noch nicht todsterbenskrank und dein Wohlstand ist auch noch nicht von den Flüchtlingen aufgefressen worden. Im aktuellen Moment ist alles gut. Ist das nicht sinnlos, sich über etwas Sorgen zu machen, was noch nicht mal passiert ist? Szenarien zu entwerfen, die eventuell gar nicht eintreffen? Das ist einfach eine selbstgebaute Fantasiewelt, in der wir leben, in der du auch lebst. Wo du anfängst, was zu glauben, was noch nicht eingetroffen ist. Das ist wie Buchschreiben oder ein Film, so ein Skript. Und das machen wir ständig. Und wer ist der Hauptdarsteller? Wir. Und was schreiben wir? Ich bin so ängstlich über das. Das könnte passieren. Ich könnte ja in Gefahr geraten und ich muss mir jetzt Sorgen machen. Und so weiter. Die Leute fragen sich auch oft, gerade in spirituellen Kreisen, ob sie Drogen nehmen sollten, um besser meditieren zu können. Oder Räucherstäbchen, Pilze, subversive Musik, um so etwas in eine Traumwelt zu flüchten, in der sie auch abtauchen können und idealerweise noch von Halluzinationen heimgesucht werden. Aber de facto halluzinieren wir eigentlich schon den ganzen Tag mit unserem Gehirn. Wir erschaffen uns unsere eigenen Realitäten, die nichts mit der objektiven Realität zu tun haben. Ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, das könnte passieren und so weiter. Das sind Halluzinationen, das ist nicht passiert. Das ist nicht real. Aber die Menschen lieben ihre Ängste. Und lieben ihre Sorgen. Und wehe, jemand nimmt die ihnen weg. Wir in keinster Weise werden wir von außen irgendwie gestresst. Wir wollen uns stressen. Wir lieben den Stress. Und es gibt nichts lieber, als dass wir uns Ängste und Sorgen machen. Wir suhlen uns in unserer negativen Realität. Wir brauchen das wie die Luft zum Atmen. Und das ist die Realität. Wenn ich euch jetzt auffordern würde, dass ihr 5 Dinge niederschreiben sollt, über die ihr euch Sorgen macht,
dann wette ich euch in meine rechte Arschbacke, dass der Großteil von euch sofort in der Lage ist, ohne mit der Wimper zu zucken, 5 Dinge aufzuschreiben, über die er sich sorgt. Und ist es das, was gerade passiert? Nein. Ihr sitzt vor eurem Rechner oder Pad oder Handy oder was auch immer zurzeit aktuell ist und hört mir beim Reden zu. Das ist was Reales. Wo sind denn die Dinge, die dich stressen in diesem Zeitpunkt? Sie sind nirgends. Es ist eine Geschichte, die ihr euch in eurem Gehirn erzählt. Schaut euch um. Sie sind nicht da. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, sich immer wieder diese Zusammenhänge bewusst zu machen. Bewusst zu sein. Der Sinn dieses Kanals. Weiteres Beispiel ist die Vorstellung, dass jemand schlecht hinter dem Rücken über mich reden könnte. Sei es auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis. Wie zum Beispiel, dass ein Kollege früh, wenn er an mir vorbeigeht, mich grüßt oder mich begrüßt mit Hallo. Die Tonlage, wie er das gesagt hat, die bedeutet was. Und wir kreieren unsere Story und wir versuchen diese Story zu verifizieren, indem wir Muster erkennen. Und dem Muster erkennen ist unser Gehirn außerordentlich gut. Schaut euch mal die ganzen Verschwörungstheoretiker an. Das, wie komplett abstrus man einfach wirklich die simpelsten Geschehnisse interpretieren kann und dann durchaus immer wieder Muster finden kann dafür, dass Dinge real sein könnten, ne? Die niemals real waren. So, aber können das. Entsprechend ist dann auch mit dem Kollegen so. Da sind wir wieder bei diesem kreativen Prozess in unserem Gehirn. Einerseits positiv, andererseits abuses, also tun wir den missbrauchen. Dieselbe Situation von zwei verschiedenen Menschen komplett anders ist, wird bewertet und interpretiert. Gutes Beispiel im Live-Show vor 3 Wochen mit dem Morten. Er ist davon überzeugt, dass die Juden den Deutschen den Krieg erklärt haben. Und seine Argumentationskette, das Muster, was dem zugrunde lag, das war schlüssig. Da konnte ich nicht sagen, nee, deswegen funktioniert es nicht, sondern es war schlüssig. Aber genauso schlüssig ist auch, dass die Deutschen den Juden den Krieg erklärt haben. Eine Situation und viele Wahrheiten. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken. Denn der einzige Grund, warum Morten darüber nachdenkt, ist, dass er seine Unzufriedenheit, Eckhart Tolle bezeichnet es auch sehr, sehr treffend, als einen Schmerzkörper nährt. Morten möchte als Nationalsozialist klare Grenzen zwischen Nationalitäten. Er möchte auch, dass, dass es gute und schlechte Kultur gibt oder passende und unpassende, glaube ich, hat er das ausgedrückt. Immer etwas, wogegen man sein kann und wofür man sein kann und ja, wo der Schmerzkörper quasi genährt wird. Das ist das, was Stress auslöst und was Morten und eben auch der Großteil der Bevölkerung braucht. Aber kurioserweise stellen sich die Menschen dann hin und genießen die Konsequenzen ihres Handelns, also die geistigen und körperlichen Krankheiten, die daraus entstehen, nicht, sondern wollen diese dann auch wieder behandeln und sind damit unzufrieden. Das ist ein kranker, nie endender Kreislauf aus Kummer, Leid und Schmerz. Überlegt genau, was ihr wirklich wollt und erschafft eure Realität. Wenn ihr wirklich zufrieden sein wollt und glaubt mir, nur ein kleiner Teil von euch will wirklich zufrieden sein. Der Großteil findet Zufriedenheit zutiefst langweilig und wenig erstrebenswert. Er würde viel lieber in den Nachrichten hören, dass wieder irgendein Verbrecher eine Bank ausgeraubt hat oder ein Großunternehmen seine Aktionäre betrogen hat, dass irgendwo ein Hurrikan wieder eine Überschwemmung verursacht oder dass Terroristen wieder zugeschlagen und so weiter, als dass der Nachrichtensprecher da sitzt, euch anlächelt und davon redet, dass alles gut ist, wie es ist und nichts passiert ist. Wenn ihr wirklich zufrieden sein wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Realität zu kreieren. Sogar Physiker wissen nun das, was Philosophen schon länger wissen. Es gibt keine objektive Realität. Und lasst euch entsprechend nicht von Menschen, die dieses Leid genießen mit jeder Phase ihres Körpers, da einreden, dass ihr euch doch mal eure Augen aufmachen sollt und ihr nicht die Realität sozusagen verweigern, euch der Realität verweigern sollt. Ihr müsst es doch erkennen, das ist die Realität. Es gibt nichts, was per se gut oder böse ist. Es ist, ja, der Stress existiert im Endeffekt auch nur in eurem Kopf. Und wenn ihr das wollt, dann stresst ihr euch. Wenn ihr das nicht wollt, dann nicht. Kein Chef, keine Krankheit, keine Familienmitglieder. Nichts stresst euch. Das seid wirklich immer nur ihr. Wer Stress spürt, der spürt ihn deshalb, weil er ihn spüren will. Und wenn ihr diese fundamentale Wahrheit erkannt habt, die schwer zu akzeptieren ist, dann fühlt ihr euch besser. Entweder mit oder ohne Stress. Aber dieses Akzeptieren dieser fundamentalen Wahrheit, das ist das, was glaube ich die größte Schwelle für die meisten Menschen ist. Weil da ist wirklich eine gewisse Demut gefragt.
Und jetzt wisst ihr auch, warum ich immer wieder sage, Demut und Toleranz, das sind die beiden Sachen, die extrem wichtig sind für eure persönliche Entwicklung. Viele sehen Demut und Toleranz immer nur in einem Geben. Ich sagte das vor uns bereits. Aber Demut und Toleranz, dann nehmt ihr etwas. Ihr nehmt euch das, was euch letztlich immer besser fühlen lässt, was euch zufriedener macht und was euch gesünder macht, geistig wie körperlich. Und das müsst ihr erkennen. Erst geben und dann kommt es zu euch zurück. Ja? Ihr findet diesen Grundsatz auch in vielen simpleren ausgedrückten irgendwelchen Psychologie, Selbsthilfebüchern und so weiter. Aber generell im Bezug zu dem Stress wirklich grundsätzlich Situation, ihr fühlt euch gestresst, dann überlegt ihr, wie könnte man diese Situation anders bewerten. Geht aus euch raus, bewertet die Situation bewusst anders, so dass sie schlüssig ist. Ihr, wenn ihr nicht dumm seid, könnt ihr ein Muster generieren, ihr könnt einen schlüssigen Zusammenhang herstellen und ihr seht diesen Zusammenhang und sagt, okay, so könnte man die Situation auch sehen, durchfühlt diese Situation mit den positiven Gefühlen, die ihr fühlen wollt. Da ist wieder die Frage, wollt ihr euch positiv fühlen? Oder sagt, nee, nee, das ist nicht real, das rede ich mir jetzt nur ein und so weiter. Dann wollt ihr nicht positiv euch fühlen, dann liebt ihr das Leid, ihr könnt es euch nur nicht eingestehen. Ne? Aber wenn ihr das wirklich wollt, dann fühlt ihr das und nachdem ihr das fühlt, erkennt ihr, okay, da gibt es noch eine Realität neben der Realität. Und es gibt noch unendlich viele Realitäten, aber da habt ihr eine zweite Alternative. So. Und entsprechend ist es mit vielen Situationen im Leben. Zuhören, schauen, was der andere zu sagen hat, eine Realität aufnehmen von dem anderen, sie seinem Realitätsbaukasten hinzufügen, da wird man offener. Und entsprechend kann man in jeder Situation dann auch wirklich so sein, wie man will und man muss sich nicht stressen lassen. Das ist ein Prozess, der geht über Jahre, Jahrzehnte, das geht das ganze Leben lang. Aber das ist so ein roter Faden, den ihr in eurem Kopf haben solltet. Wie gesagt, ich denke, das ist für viele nichts Neues, aber das ins Bewusstsein rücken war der Sinn des heutigen Videos und auch das nochmal aufzuzeigen, immer wieder und immer wieder. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und bin gespannt auf eure Kommentare, wie ihr dazu steht und bin sehr gespannt auf diejenigen, die offen, ja und die gibt es auch unter meinen Zuschauern hundertprozentig, die leiden möchten und sich hinzustellen und sagen, ja Christian, das stimmt, ich möchte leiden. Weil das wäre eine sehr, sehr gute Qualität und auf einem ganz anderen Level wieder ein Bewusstsein, was ich sehr, sehr angenehm empfinde. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, was kommt und wie ihr die Sache mit dem Stress, mit der Bewusstheit seht. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.